Das Wetter, kalt ist es. Der Roman ist gerade kommen. Nur Emo-Verfahr. Und jetzt geht's weiter. Habt ihr den Fluchen gehört? Nein. Guck mal, wir machen mal die Anmoderation für Roman sein Video. Eieiei. Ja, wie ich gesagt habe, du musst gar nicht weit laufen und hast eigentlich zig Motive auf einen Streich. Ja. Gute Nacht, John Boy. Gute Nacht, Jim Bob. Nochmal ein bisschen die Liege bearbeitet. Jetzt ist das ohne Stativ echt blöd, deswegen nur ihr stellt euch einfach vor, das macht. Ich mach den Ton aus, ich brauche Aufnahmen. Hola, Chica! Chica hat, Chica hat Frostnippels! Schau mal, einmal mit Profis am Lagerfeuer. Romilein, ist es dir kalt? Nein. Jetzt sitzt der quasi, guck mal, mit dem Loris am Feuer. Aber schön, dass du da bist. Wirklich, wirklich, freu mich. Du mich auch. Ja, du mich auch, hast du gesagt. Ja. Was hast du vorhin zu mir gesagt? Das war so süß. Ja, ja. Ah, ich weiß es auch nicht mehr. Ich auch nicht. Uns fällt es wieder ein. Nein. Wir haben ganz. Ja, wir haben uns heute schon, ich sag mal, ganz schön erotisch unterhalten. Auch etwas länger. Hm. So richtig schön in Ruhe. Wie schön, wenn ich dabei gewesen wäre. Ja, du hörst mir ja nie zu. Ah. So. Wir haben zarte 11 Uhr. 2,8 Grad hier draußen. Am Feuer ist es gemütlicher. Warte mal, wenn es scharf ist. Am Feuer ist es gemütlicher. Und wir machen uns jetzt noch mal heißes Wasser für den Tee und so. Und vielleicht für das eine oder andere Wärmfläschchen für die Frierkinder unter uns. Unfassbar. Ja, ich wollte jetzt so nicht sagen. Ich habe auch nicht mit dem Finger auf ihn gezeigt. Jetzt so Viertel nach zwölf, wir machen jetzt mal ins Bettchen. Viertel nach zwölf? Ja. 8,9 sind es hier am Feuerchen. Mhm. Draußen hat es jetzt so ungefähr anderthalb knapp. Da werden wir mal sehen, was der Morgen so bringt. 1 Grad plus, ja. Mhm. Morgen ist alles steckesteif, wenn wir aufstehen. Alles. Das denke ich auch. Das wird ja was werden. Ja, dann gibt es koffeinfreie Latte. Koffeinfreie Latte. Koffeinfreie Latte. Einen wunderschönen guten Morgen. Schau mal, das sieht gar nicht geil aus. Ich war mal um 10 vor 4. Pullen hat ein bisschen Feuer gemacht. Dann bin ich wieder eingeschlafen um 5. Der Roma, der Sack hat gerade hingelegt. Der macht seit um 5 Uhr Feuer und so. Geil. Ja, jetzt im Daunenschlafsack kriegst du Schwitzenüsse. Aber ansonsten, jetzt hat es angefangen zu pullern. Jetzt schlafen wir weiter.
So. Ja, wie soll ich sagen? Ja, es wäre noch beschissener als heute früh um 5 oder so war es noch schön. Ja, der Roman hat schön Feuer gemacht, hat es schon mal umgelegt. Und ich weiß gar nicht, ob ihr es... Ah ja, jetzt seht ihr es im Hintergrund. Es ist alles riesig. Und es ist so Sprayregen. Sprühwurst, genau. Super Sache. Das Feuer war dann auch aus. Wir haben noch eine Stunde länger geschlafen als geplant, aber es war entspannt. So haben wir mal Feuerchen und mal Käffchen und so gedönt. Da wird noch gefrühstückt. Da gucken wir nachher mal rein. Wir haben es ja nicht mehr wasserdicht gemacht. Aber, ja, halt Sprayregen. Ist ziemlich trocken geblieben. Hier oben steht es ein bisschen. Der Roman bringt schon mal ein paar Sachen weg. Ich habe mal eine Regenjacke quasi draußen hängen lassen. Aber, shit. Siehst du, da bin ich auch schon dreiviertel Jahr hinterher. Ich habe da so eine kleine Box im Auto, weil ich habe keine Regenjacken mehr mit. Und das ist so meine Notfallbox-Gedöns mit allem und Ration. Und dann habe ich noch mal quasi eine Montur dabei. Die ist schön eingerollt in der Kapotze. Dann ziehe ich mich jetzt mal an, bevor die Fließjacke durch ist. Guck mal, das ist total super. Für die Eifelaner ist das was Neues. Französisches Croissant. Croissant. Croissant hieß das bei uns. Da hat er schon mal einen kleinen Pott Kaffee gemacht, der Kleine. Ja, da. Frühstückstheke. Ja, ja, ja. Jetzt gibt's lecker. Essen mal Brot und Brötchen und Hefezopf. Dann langen wir uns mal richtig voll, dass wir ein bisschen Kalorien kriegen. Obwohl wir bei dem Wetter heute nichts mehr bauen müssen hier so. Irgendwie. So, während der Roma noch mit sich und oder seine Kamera spielt, der ist heute im Hocken so verwirrt. Ich weiß gar nicht warum. Fangen wir dann schon mal an. Ja, eigentlich hätte ich den Ständer aufstellen können, aber das wackelt so auf dem Tisch. Ich glaube einfach, ach, mal gucken. Geben, wollen wir so da drauf nehmen. Jo. Wie noch einen vierten? Was will der denn noch alles essen? Ey, ist ja unglaublich. Ja, schenk mal mein Mikro dahin, weil ich habe sowieso den Arm im Weg. So. Dann stell ich auch mal meinen Stängel dahin. Schwangel, bangel. Hm. Ich schon. Oh, weißt du. Ja. Stell ich hier hin, ja. Ja, die Butter ist gut kalt, Leute. Du, leider hatte ich ja die Bank im Regen stehen lassen, zusammen mit meiner Jacke, die hing an dem Stubby. Aber ich mach doch mal auf da. Da haben wir mehr Platz. Hier auf. Kann ich doch hier hinstellen. Ah ne, dann bin ich ja in deiner Kamera drin. Das macht doch nichts. Ja? Das macht doch nichts. Stört dich nicht. Nö. Wir sehen das nicht so. Aber hier müsste das doch irgendwie zu sehen sein, ne? Guck mal, wenn ich da stehe, klappt das auch mit dem Wasser. Wer hat denn den Tisch da geparkt? War das am Ende ich? Ja. Moment. Oh ja. Komm doch hier rüber. Sieht sehr gut aus. Sehr lecker. So. Dankeschön. Danke sehr. Jetzt schießt mal los. Ja, da will ich doch mal eins hier. Darf ich Magst du ein Rosenbrötchen? Croissants. Danke. Soll ich den hier mal auflegen? Kurz. Wenn ja, gleich. Machen wir alles. Vielleicht machen wir uns gleich so ein hier mit Käse überbacken. Soll ich sonst sowas machen? Oh ja, Schatz. Ja. Unfassbar. War es mir im Mäuschen nicht schon schlecht genug? Jetzt kann ich endlich mal hier meinen... Ach, das wollte ich ja auch noch. Ja. Unglaublich. Du wolltest es auch noch. Ja. Ich habe mich schon dran geschuppert gestern, ist ja klar. Ja. Hier kannst du gerne mal haben, wenn du möchtest. Ich bin sofort fertig mit dem Kuchen. Ja, alles gut. Ich bin jetzt im Essmodus. Da kann ich mit dem Messer doch nicht schneiden. Unglaublich. Das mache ich nachher noch mal kurz extra, bevor du fährst. Ja, ja. Ich habe das nicht auf der Uhr gehabt, dass man... Ey, einmal mit Profis frühstücken. Mach das doch mal, wie soll ich sagen? Professionell, ey, die Kamera und so. Ah, ja, okay. Hm. Reiben Sie jetzt. Der macht schon wieder aus. Alter Schwede. Nee, war fertig. Was soll ich denn jetzt? Ich werde nicht stundenlang so auf Frühstück aufnehmen.
Alles gut, war ja nichts Schlimmes. Ah, das hat, das hat er gar nicht gesehen. Was denn, hast du dich beschmiert? Einmal mit Profis arbeiten, hat er gesagt. Also, egal. Kann ich auch rausschneiden. Danke. Boah. Was hab eigentlich ich esse ich frühstücklich nie süß, aber hier komme ich auf die tollsten Ideen. Ja, das finde ich ja genial, ey. In Schotten ja auch, dass du dich einfach mal gehen lassen kannst. Ja, ja. Dann ist er so ungezwungen, Kinder. Lecker. Oh, dann nehme ich mir auch noch einen. Oh, geil. Toll. So. Die Kinderlein kommen. Cappuccino und hier. Oh, Frischkäse und Waldbrotmarmelade. Geil. Ach, das war ja geil. Das habe ich euch vorhin das Frühstück gezeigt und ihr seht das gar nicht. Das war vielleicht blöd. Ja, geil. Guck mal. Grilled Käse, Brötchen. Aber heute Morgen lasse ich die Uncle Bob Soße dann doch weg. Das wäre auch so gegangen. Ist nur mittelschwer hell. Alter Schwede. Skoll. Wie war das? Think and sink. Ja, nicht nee. Angebrannt die Seite, ich nehme so. Na, wenn die nicht ist, dann misch die. Muss ja abschneiden. Du schneidest mir gar nichts ab, Baby. Man kann auch ein bisschen weinen hier, gell? Ich wollte es nur sagen. Das ist doch nicht schwarz. Gekauft, ja. Nur der Gesunde. Wir kriegen ihn, wir kriegen sie alle. Ja. Wie soll ich denn sagen? Das war ja heute ein eher kalorienreiches Wochenende. Wollte ich gerade sagen, wir haben uns ganz schön was in die Schädel gekloppt. Ne? Ja, und ich muss sagen, ich freue mich, wenn ich dir beim Essen zugucke. Ja, das macht dir Spaß, das habe ich gemerkt. Ja, es ist nicht so, dass das, dass du mit Heißhunger reinschaufelst, sondern du isst das so gemütlich und Genuss. Und ich denke immer, ich krieg doch voll den Föhn, wenn ich da, du hast ja auch super abgenommen und machst so dein Programm und so, dann denke ich, ich würde da voll drüber herfallen, so wie im Rausch. Und du bist doch total kontrolliert. Ja, das ist, weiß ich nicht, von wem du jetzt gerade sprichst, aber... Ja, doch. Ja, ich finde das cool. Nee, ich fand das auch cool beim Treffen. Da gibt ja dann, weißt du, so Leute, dann, oh ja, ich darf das nicht und da. Den Kopf reingekloppt ja, das hab, war ja. Geil. Rückwärts. Ja. Und ich habe noch gedacht, weißt du, normalerweise kommen die, ah nein, ja, ich darf ja das nicht und dies nicht und da muss ich gucken, ich habe meinen Beutel mit, du bist du total schmerzfrei. Ja, ist so. Ja. Ja, weil das, was ich esse, muss ich dann auch wieder abtrainieren. Das heißt, heute habe ich geschlemmt wie Bolle. Ja. Und ja, dann muss ich eben gucken, dass ich entweder nachher noch oder spätestens morgen muss ich ordentlich Sport machen, dann passt der Schuh. Ja, weißt du, was total super ist? Wir bauen noch ein Zelt im Regen auf und ab und dann haben wir die Kalorie auch weg. Ja. Wir hatten jetzt mehr Spaß am Wochenende. Siehste. Jetzt nochmal haben. Das Hallo, ja, machen wir erstmal. Gesundheit! War total toll hier, ja. Super, super, super Übernachtung. Oh Gott. So, dann gucken wir deine Kamera. Ja. Machen wir deine Abmord. Du auch? Oder? Ja, wir können ja beide gleichzeitig abmoderieren. Weißt du, wie das aussieht? Das sieht ziemlich spacko aus. Ne? Na gut. Nee, dann lassen wir das. Oder ja. Sollen wir erst deine machen? Nee, nee, mach doch einfach. Ja, guck mal, die Kamera ist gar nicht hier, Baby. Entkleide dich wie immer. Super. Ja. Ja, nee, also wir tun nur, als wären jetzt gar keine Kamera. Ist nicht da. Ich kann nicht von unten hochkommen. Das geht nicht. Ja, genau. Warte mal. Wir tun die nebeneinander. So. Ja. Und so sehen wir uns quasi. Alle aus demselben Winkel. Ist mir gar nicht, wo man hingucken soll. Ja. Habe ich Rotze im Gesicht? Nee. Ja, warte, ich mach dir welche. Jetzt nicht mehr. Gut. Perfekt. Ja. Ja, ja, mach mal. Denk dran, die Kamera ist nicht hier. Die Kamera ist nicht da. Ja. Wunderbar. Ja, war klasse. war total scheiße. Nein, war wirklich schön. Also ich muss sagen, ich bin immer noch froh, dass das super geklappt hat, weil... Ja, das hat super geklappt. Ja, alles außer mit dir. Ach so. Ja, okay. Nee, dass du Zeit gefunden hast, weil das ist ja immer ein bisschen schwierig, ne? Sonst sehen wir uns immer in Schotten. Ja. Das ist ja auch schön. Aber so hat man mal in Ruhe und konnte ein bisschen in Ruhe
schmetzen und Spaß habe. Ja, ja, nee, war wirklich richtig, richtig super. Hat der ganze Abend genial, die Wanderung, die Gegend. Ja, gestern war schön, ne? Im Gegensatz zu heute war richtig geiles also Wetter. Also heute ist richtig ekliges Wetter. Ich muss euch mal ganz kurz zeigen. Also das, nein, die andere Richtung hier, ne? Datenschutz ist ja ein Kennzeichen, ja. Von dir das. Ne? Aber ihr seht schon, das ist richtig ekeliges Wetter. Das ist nicht schön, ich weiß, es gibt natürlich immer nur die... Wetterfrosch ist ja auch schön. Ja, ja, weißt du, immer nur falsche Kleidung, bla bla, Gedöns. Ne? Ja, ja, ach scheiß Schlafsack und so, hör auf mit dem Kram. Wir machen ja keine Werbung, aber ihr wisst ja, ne? Ihr wisst ja, meine Aversion gegen Schlafsäcke. Ja, also der Schlafsack ist, wenn Sie mal schauen wollen, eine einzige... Ja, aber er hat dicht gehalten, hallo. Voll dicht. Er hat dicht gehalten, ja, ich war schön lecker warm und danke, danke nochmal für deine super Idee da mit den aufgewärmten PET-Flaschen. Ja. Also mit dem aufgewärmten Also wahrscheinlich wachsen die jetzt wegen den heißen PET-Flaschen Brüsten an den Füßen. Brüsten an den Füßen. Ja, auch geil, oder? Das ist wie drücken Möpse nur anders. Nee, ja, fand ich geil. Das letzte Mal habe ich das hier auch gemacht, wo es so kalt war. Was? Das mit dem Brüsten. Nee, mit der PET-Flasche. Ah. Und da du ja eigentlich in deinem Porno-Schlafsack keine kalten Füße haben solltest, die aber trotzdem hast, das liegt nicht an dem Schlafsack, das liegt an dir. Ja. Ja. Weil und, ich keine PET-Flaschen an den Füßen habe. Unfähig. Aber ich habe, genau, ich habe mental habe ich einfach so einander gedacht. Das habe ich mir gestern gedacht, du warst ein bisschen unvorbereitet manchmal, glaube ich. Ja. Aber die kalten. Schwach. Scheiße. Ja, ist egal, das kriege ich schon hin. Pass auf, ich mache einfach schneller. Oh, dir läuft ja Blut aus dem Ohr, erzähl ich es einfach ihr. Pass auf. Nee, aber das mit den PET-Flaschen ist, oder du nimmst halt auch eine ganz normale andere eine von deinen Flaschen, machst warm Wasser, muss nicht heiß sein. Mhm. Gestern hatte ich hier so heiß abgefüllt, dass die erst zusammengeschrumpelt war. Das ist schlecht. Ja. Aber und dann, das hilft. Jetzt kannst du überall hinpacken, wenn das hier im Rücken oder so, das ist ja mein Problem durch die Nieren. Das ist super geil. Kommst du super mit zurecht. Ja, kannst du dir mal merken. Ja, toller Trick. Ja. Ja, habt ihr auch jetzt was draus gelernt, hoffe ich. Und ja, der Moins jammert denn nicht so, da jammert er nur, weil es ein bisschen feucht vor ist, außer wenn ich. Das war schon ganz schön eklig heute Morgen, ne? Und ich habe dann noch schön das Feuerchen heute Nacht angestockt. Das war immer, geil. Das war super, ne? Ja, es war halt aus, weil wir eine Stunde länger geschlafen haben. Aber wirklich schön durchgepennt dann. Ja. Nee, also ich habe auch bis auf, geschlafen. Du hast super geschlafen, ne? Komplett, ne? Das war, ja. Ich war zwar auch mal kurz wach, nachdem du da angefangen hast, Holz aufzunähen, da hat es so ein bisschen gescheppert und gerammelt, aber bin ich wieder super eingeschlafen. Nee. Also ich kann auch nicht maulen, also ich habe eigentlich auch gut geschlafen, bis auf das ein, zwei Mal Aufstehen und Pinkelpause. Ja. Macht er halt immer, wenn er kennt, wisst ihr, was ich meine. Ja, ja. Aber dafür gab es heute Morgen ja ein super Frühstück. Oh ja. Das muss ich sagen, vielen, vielen Dank nochmal. Echt richtig lecker. Das habe ich echt gebraucht. Und, ja, nichts zu danken. Ich wollte ja nicht, dass du doch vom Fleisch fällst. Du weißt wir haben uns ja schon Sorgen gemacht. Ja, das kann ich auch verstehen. Ja, ja. Mehr geht aber. Ja. Wie sieht das denn aus? Machen wir dann jetzt gleich noch eine Rundwanderung oder? Ja, du wanderst rund nach Hause. Ja, ich fahre zum Auto. Genau, wir machen ein bisschen Ordnung und gucken mal, ob es in unserem Planaufbau da drüben doch irgendwie trocken war. Ja. Und dann werden wir noch was finden. Wir haben immer noch was zu bosseln hier. Ja, ja, alles klar. Gut, dann mache ich mich jetzt gleich auf die Socken. Ja. Ich hatte Spaß, würde gerne wiederkommen, wenn ich das nochmal darf. Klar. Ich sag mal wenn die Kamera aus ist, sage ich dir noch was dazu. Also sehr, sehr gerne. Sehr gerne. Ach, der riecht gar nichts Moment, aus. Moment, eine Sache fehlt natürlich noch, das ist logisch. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Bis zum nächsten Video und wir sagen und tschüss. Oh fuck, jetzt habe ich in die falsche Kamera geguckt.